Der Preis für den Frieden in Europa ist Inflation. Was ich damit meine, darum geht es in diesem Video. Wir sprechen auch über meine aktuellen Live-Trading-Positionen heute am Turnaround Tuesday und gleichzeitig beim Monatsultimo. Und du ahnst es schon, mit den Strategien wird es da eher auch Long-Signale im Live-Trading geben. Vielleicht sehen wir jetzt das Tief in den Aktienmärkten und sehen nochmal eine Hosse bis Ende April. Das passt durchaus gut, nicht nur weil die Zahlen aus China aktuell sehr gut kommen, sondern vor allen Dingen auch, weil die Notenbanken global sich etwas vorsichtiger äußern und das gleichzeitig mit Mittelzuflüssen in den Aktienmärkten begleitet ist. Überall fließt das Geld rein, außer in Russland. Der MSCI Russia, den ich dir hier zeige, hat knapp 80% Outflüsse gehabt, also Abflüsse in den letzten 10 Tagen. Also hier ist massiv Geld aus dem Markt rausgeflossen. Macht ja auch Sinn, weil viele Investoren natürlich sehr verstört sind. Und was ich dir im Video auch zeigen will, sind die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Das heißt, wenn du dieses Video siehst, knapp 10 Minuten, weißt du Bescheid, was die Börse, was die Finanzmärkte aus der aktuellen Kriegssituation machen. Du bist top informiert und verstehst, wie du dich vielleicht auch in deinem eigenen kurzfristigen Handel verhalten solltest. China hat sehr gute Zahlen gebracht, hier verschiedene Maßnahmen in der Notenbanken haben auch gefruchtet. Der Geldhahn ist wieder ein Stück weit aufgedreht. Australien hat heute Nacht die Leitzinsen bei 0,1% belassen. Der Ton war eher dauisch, also man äußert sich vorsichtig, insbesondere auch mit Hinblick auf den Ukraine-Krieg, obwohl Australien natürlich weit weg ist, zwar Waffen liefert, aber doch geopolitisch nicht so dicht dran ist, eher sogar profitiert, weil man selber ja großer Rohstoffexporteur ist und da natürlich auch Marktanteile von Russland jetzt bekommt. Aber trotzdem ist die Notenbank vorsichtig, trotzdem nutzt man diese Karte. Jetzt, wo Corona nicht mehr zu spielen ist, nutzt man eben den Krieg, um zu sagen, na, das mit den Zinserhöhungen, das muss nicht so schnell sein, wir bleiben erstmal bei 0,1%. Und die Fed und die EZB reihen sich ein und das ist auch ein Argument für die Märkte, glaube ich, die jetzt erstmal kurzfristig wieder diesen Fed-Put spielen. Also die Grundidee, man muss die Zinsen gar nicht so schnell erhöhen, weil ja wieder Risiken im Markt sind. Die werden immer da sein und das Einzige, was eine Notenbank wirklich zu Zinsschritten nach oben dauerhaft bewegt, das ist natürlich hier entsprechend die Inflation. Die haben wir, die ist da. Wir sehen heute auch den harmonisierten Verbraucherpreisindex aus Deutschland. Aktuell stehen wir da bei 5,1. Wir werden wahrscheinlich auf 5,4% steigen. Also Inflation ist real. Und wenn man die Nachrichten liest und ein bisschen Research macht, dann ist auch klar, Inflation wird durch die Russland-Aktion, durch den Krieg in der Ukraine natürlich weiter nach vorne gebracht. Vielleicht ist es dann eher die volatile Komponente der Inflation, sprich Nahrungsmittel und auch Energie. Nichtsdestotrotz, der Verbraucher reagiert, er reagiert schon deutlich. Und für die Notenbanken sind ja am wichtigsten die Inflationserwartungen, ob sie eben verankert sind. Da hat sich Christine Lagarde ja auch immer wieder zu geäußert oder ob diese Verankerung gelöst wird. Und wir sehen eben in den Verbraucherumfragen, zum Beispiel auch in den USA, wo das Verbrauchervertrauen ja deutlich sinkt, dass in den Verbraucherumfragen zur Inflation man doch hier schon sehr viel Inflation befürchtet. 4,9% auf ein Jahr, 5 bis 10 Jahre schon 3%. Also man ist hier aus der Verankerung schon raus. Und dieser Trend bewegt sich und bei Inflation ist es eben so, wenn der Stein einmal ins Rollen gekommen ist, kann eine Lawine draus werden, die Notenbank reagiert zu langsam, zu wenig und deswegen ist Stagflation eben in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren auch ein Thema auf der Welt. Heute eher nicht, heute geht es um das Thema Trading. Die Märkte feiern erstmal, dass die Notenbanken sich zurückhalten. Russland und die Ukraine sitzen an einem Tisch. Es hat natürlich erstmal in der ersten Runde nichts gebracht, aber die Verhandlungen gehen vorwärts. Und wie gesagt, so diese maximale Eskalation, die scheint jetzt zumindest ein bisschen wieder eingeschränkt zu sein. Ja, wir wissen, es ist Krieg. Ja, wir sehen die ganzen Konvois. Ja, wir sind besorgt in Kiew. Alles ist korrekt, alles ist richtig und ich trage auch blau. Ich habe mir jetzt noch einen gelben Schal anziehen können. Bin dann natürlich auch kein Freund der aktuellen Situation, aber man muss bewerten, dass die Märkte dann doch relativ erwachsen reagieren. Übers Wochenende nochmal dieses deutliche Gap Down im DAX. Der amerikanische Markt steht ja besser da, macht auch Sinn, weil er eben weiter weg von diesen Handlungen ist. Und wen es natürlich am meisten getroffen hat, sind hier die russischen Märkte. Ich will nur kurz darauf eingehen, weil ich eben einige makroökonomische Charts noch zeigen möchte, eine geopolitische Charts. Und weil ich natürlich auch über das Live-Trading und die Chancen, die sich vielleicht jetzt kurzfristig gerade zum Monatswechsel durch Mittelzuflüsse am Markt ergeben, benennen. Du siehst hier die entsprechenden Benchmarken für russische Aktien. Du siehst den MOEX, du siehst den MSCI Russia. Wie gesagt, der hat über 80% seiner Mittel in den letzten Tagen auch verloren. Und du siehst den RTS, also hier die RTS-Index, also hier die entsprechenden Aktienmärkte von Russland. Und du siehst diese Wertverluste von 30-40%, auch wenn du dir das letzte Jahr anguckst, ist es eben schon so, dass diese Märkte sehr stark unter Druck waren, nicht nur direkt mit Kriegsbeginn, sondern auch schon davor, also hier ab Oktober, hatten wir auch schon eine massive Abwärtsbewegung. Russland hat in den letzten 10 Jahren kein Wirtschaftswachstum gehabt.
Man ist hier eben entsprechend eigentlich nur durch die Rohstoffpreise abgesichert. Man hat zwar sehr gute Bilanzen, man hat hier eben eine geringe Verschuldung, man hat hohe Goldreserven, die jetzt durch den Ausschluss der Notenbank in Russland auch nicht mehr so leicht zu erhalten sind. Man hat hier eben aber trotzdem auch vor den Kriegshandlungen schon massive Verluste gehabt. Und das ist natürlich auch geopolitisch hier vielleicht mit ein Beweggrund, dieses geringe Wachstum und die Aktienmarktverluste jetzt in der Außenpolitik so eine dumme Aktion zu machen, aus zumindest meiner Sicht. Aber so ist es eben, so ist es. Die Kurse gehen nach unten. Vielleicht eine Frage, die ich noch kurz beantworten kann. Gestern hat ja die russische Notenbank den Leitzins erhöht von 9,5 auf 20%. Also für russische Anlagen bekommst du jetzt 20% Rendite. Das kann interessant sein, wenn Russland eben nicht pleite geht, wenn Russland eben wieder in den Zahlungsverkehr zurückkommt, wenn Russland eben wieder ein vertrauenswürdiger Partner ist. Das sind sie alles aktuell nicht. Warum hat die Notenbank so reagiert? Es ist ja eigentlich untypisch, weil wenn wir uns an die Corona-Krise erinnern, da haben die Notenbanken ja auch reagiert, aber alle haben ja die Zinsen gesenkt, um eben die Wirtschaft zu stützen. Warum ist es hier in Russland genau andersrum? Warum wird eben hier der Leitzins so stark erhöht, obwohl man ja eigentlich die Zinsen senken sollte, um hier entsprechend die Wirtschaft zu unterstützen, die natürlich durch den extremen durch die extremen Maßnahmen und Interventionen des Westens jetzt behindert wird. Und das liegt eben einfach daran, dass wir hier massive Kapitalflucht haben, dass die Russen ihrem eigenen Währungssystem nicht mehr treu sind, dass es eben Kapitalflucht ins Ausland gibt. Man sieht das hier im russischen Rubel, der seit Jahresanfang schon mal 35% abgewertet hat. Und allein in den letzten 5 Tagen hat der russische Rubel hier 20% verloren. Und die Zentralbank möchte eben mit den steigenden Zinsen hier auch ein Stück weit die Ruhe bewahren, beziehungsweise das Geld zurück nach Russland holen oder zumindest die Abflüsse stoppen. Wir sehen auch eine inverse Zinsstrukturkurve. Auch das lange Ende hier der Notenbank ist entsprechend schon nach oben gegangen oder die Kurve zumindest extrem flach durch diesen Schritt der Notenbank. Und für 10-jährige Anlagen bekommst du momentan 25% Rendite. Und auch für kurzfristige Anlagen im 2-Jahres-Bereich sind die Renditen sehr attraktiv, allerdings immer in russischen Rubeln, auch mit 25%. Also wir haben hier eine flache Kurve, was eben auch auf eine schwierige wirtschaftliche Situation hindeutet. Was mache ich jetzt draus? Wie gesagt, aktuell bin ich long im Trading-Modus, im S&P, im DAX. Ich sehe auch, dass der Bitcoin sich deutlich bewegt. Hier habe ich noch meine Short-Position, weil auch die Strategie entsprechend noch kein anderes Signal geliefert hat. Ein Grund, warum der Bitcoin vielleicht so stark momentan steigt, über 11% in den letzten 5 Tagen, ungefähr wieder auf meinem Einstandsniveau zum Short, könnte natürlich auch sein, dass wir hier eine Kapitalflucht aus Russland in die Cryptocurrencies reinsehen. Ist jetzt erstmal nur eine These und nicht weiter belegt, aber das ist natürlich auch durchaus für den Kryptomarkt hier eine Beweisprobe, ob man eben hier vom Geldsystem russischer Rubel rauskommt, ob man hier vielleicht Transaktionen, die jetzt über SWIFT nicht mehr funktionieren, über Bitcoin abwickeln kann. Also hier eine spannende Bewegung, die ich auch beobachte und wo ich aktuell die Short-Position im Live-Trading noch habe und dann natürlich auch, wenn die entsprechenden Indikatoren mir das anzeigen, wenn meine Strategien das sagen, diese Position auch schließe. Schauen wir uns die versprochenen makro- und geopolitischen Charts mal an. Zuerst vielleicht ganz kurz der Blick nochmal nach Russland zurück. Hier nochmal der MOIX dargestellt, also der russische Index. Und man sieht eben diese deutlichen Bewegungen hier zum Beispiel mit der Asienkrise, die ja auch LTCM, Long-Term Capital Management, in die Pleite getrieben hat, wo wir auch massive Verwerfungen im Finanzsystem haben, damals eben auch 40% Rückgang bei den russischen Aktien. Interessanterweise 2001 und 2002 bei der Dotcom-Bubble hat der DAX ja deutlich stärker reagiert, auch der S&P, da war der russische Markt relativ stabil, hat eben auch früher hier sein Tief gefunden und hat angefangen zu steigen. Das war eben hier auch die Periode, wo man eben die BRICS investiert hat, also Brasilien, Russland, Indien, China, wo eben die Emerging Markets durchaus interessante Anlagegelegenheiten waren, nicht nur bei Renten, sondern auch bei Aktien. Dann kam Lehman Brothers, hat die Situation verändert, auch damals 40% Drawdown. Man hat lange gebraucht, viel länger als der S&P, um sich aus dieser Situation in Russland rauszukämpfen. Das lag natürlich auch am schlechten Wachstum und daran, dass die Notenbank eben weniger Vertrauen hat. Wie gesagt, die Notenbank in Russland muss die Zinsen erhöhen, um das Vertrauen zu behalten. Die EZB oder auch die Fed können eben Zinsen in Krisensituationen noch senken, weil sie Vertrauen der internationalen Kapitalmärkte genießen. Und Vertrauen ist eben in der aktuellen Situation sehr wichtig und da geht das Vertrauen ja komplett aus Russland raus. Deswegen ist es da auch noch viel zu früh zu investieren. Deswegen auch dieser große Rücksetzer am Donnerstag. 40% ging es ja da nach unten, über 30% an einem Tag. Dann hat sich am Freitag wieder ein bisschen beruhigt, am Wochenende nochmal runter. Und wenn der Krieg dann hoffentlich bald und schnell vorbei ist, wie so eine Einigung aussehen kann, da gehe ich auch gleich drauf ein, dann sollten die Märkte hier auch wieder positiv reagieren. Worum geht es generell? Du siehst hier einmal die NATO bis
Vor 1999, also hier vor der 2000er-Wende, da siehst du eben den dunkelblau die NATO-Staaten. Dann siehst du das, was sich nach 99 bis aktuell getan hat. Also hier sozusagen diese Osterweiterung der NATO. Das ist natürlich das, wo sich Russland hier auch entsprechend bedroht fühlt. Kann man interpretieren, wie man möchte. Und mich haben da auch ganz unterschiedliche Kommentare erreicht oder auch E-Mails. Kann jeder seine Meinung haben. Wie gesagt, hier im Video darf ich meine präsentieren. Hier insbesondere auch in Rot nochmal dargestellt. Die alten Grenzen der UdSSR. Und da sieht man eben auch zum Beispiel durch die baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland und da eben den Beitritt der NATO, dass Russland hier natürlich auch sieht, dass sich einiges tut. Und in Ukraine ist da eben auch ein Thema, Annexion der Krim 2014 oder jetzt eben auch der Überfall, der Krieg, wo man natürlich auch hier Gebietsansprüche hat, vielleicht einfach einen Teil abgrenzen will. Kann ich gleich nochmal ein Stück weit drauf eingehen. Wie viel Gas wird eigentlich abgenommen? Also hier natürlich auch die osteuropäischen Länder sind stärkere Abnehmer. Auch jetzt hier zum Beispiel oben Finnland, auch relativ stark, hat sich jetzt auch entschlossen, Waffen zu liefern. Und diese Abnahmen, die werden eben jetzt teurer, die werden schwieriger. Da wird es eben in den Preisen nach oben gehen. Deswegen wird mittel- und langfristig auch hier eine sehr starke Inflationskomponente, zumindest in der Headline-Inflation, auch auf uns zurollen. Der Außenhandel mit Russland ist relativ bescheiden, 2,3-2,4% vom Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland. Da tut sich nicht so viel und der stagniert auch schon seit 10-12 Jahren. Das liegt eben auch am geringen Wachstum und daran, dass andere Handelspartner immer spannender werden. Was ist so der größte Export nach Russland? Maschinen, Autos, Chemie, alles Industrien, die auch ohne diesen Export momentan klarkommen, weil es hier sehr große Nachfrage gibt. Auch getrieben durch den Stimulus der Staaten. Was ist der Import? Klar, Erdöl, Erdgas, Metalle, Kohle, Chemie. Also hier hauptsächlich eben der Energiebereich, der eben dann auch inflationär sein wird, wenn er nicht mehr da ist. Dann nochmal kurz zur Idee, was könnte passieren? Vielleicht wird die Ukraine in irgendeiner Form aufgeteilt. Der Ostteil der Ukraine ist ja sehr stark russischsprachig. Hier diese ersten Annexionen von Luhansk und Donetsk waren ja die, sag ich mal, die erste Invasion, wo man auch noch gesagt hat, okay, es wird vielleicht ähnlich wie bei der Krim, aber dann hat sich Russland entschlossen, durchzuziehen, auch Kiew anzugreifen. Und das kann der Osten natürlich, hier ist was anderes, wenn der Osten vielleicht einen Teil verliert, als wenn jetzt die ganze Ukraine auch entsprechend annektiert wird. Vielleicht gibt es eben Gebietsabspaltung und einen Friedensvertrag, wir werden es sehen. Wie gesagt, aktuell noch zu früh darüber zu reden, aber dass es jetzt hier einen hundertprozentigen Einmarsch gibt, ich glaube, das wird schwierig, weil eben die Ukraine da auch einen großen Nationalstolz hat und Europa und die Welt eben sich auch da hinter die Ukraine stellt und damit ja auch ein Stück weit klar ist, dass das Land nicht komplett verschwinden wird. Aber was genau passiert, wir werden es sehen. Es bleibt spannend. Vielleicht kurz zum Thema SWIFT, da gab es auch viele Fragen. Das heißt jetzt nicht, dass russische Aktien direkt nicht mehr handelbar sind, sondern es heißt im Wesentlichen, dass wenn eine Zahlung erfolgt über eine Bank, das im SWIFT-System ist, da hier SWIFT die Rückmeldung gibt, jo, der Auftrag passt, dann kommt die Zahlung zu Ende. Wenn eben das SWIFT-System sagt, nein, es gibt diesen Transaktionspartner nicht, dann wird die Zahlung der Bank A quasi abgelehnt und dann kann dieser Zahlungsvorgang nicht umgesetzt werden. Also wenn du nicht im SWIFT-System bist, bist du quasi nicht existent. Heißt eben, eine russische Bank kann jetzt, wenn sie keine SWIFT-Nummer mehr hat, nicht mit einer westlichen Bank handeln, ganz egal, worauf man sich einigt, weil eben dieses SWIFT-System, wo 11.000 Banken angeschlossen sind, den Handel ausschließt. Das ist schon eine massive Maßnahme. Natürlich gibt es jetzt über Cryptocurrencies zum Beispiel dann Alternativen, Gold, Direkthandel in Bar, was auch immer, aber der normale Zahlungsverkehr funktioniert eben über SWIFT. Zu über 90% in der Welt und deswegen ist dieser Ausschluss eben für die russischen Banken ja wirklich eine große, schlimme Intervention, eine schlimme Maßnahme, die auch zu Recht getroffen wurde, wo aber auch in den nächsten Monaten sich die Effekte erst zeigen. Kurzfristig kann man da vielleicht noch ein bisschen was umgehen, aber so richtig stark und so richtig heftig wird es eben eher erst auf Dauer, weil die eh schon gestörten Lieferketten dadurch ja auch nochmal mehr in Frage kommen und gestört sind. Also zu den Positionen ganz kurz, Bitcoin Cash, hier noch die Short-Position, genau wie im Bitcoin selber. Die Position war schon 7.000-8.000 Dollar vorne, ist mittlerweile 1.000 Dollar hinten, muss ich gucken, ob ich die jetzt noch länger halten möchte. Wie gesagt, so bei 46.000 ist aktuell das Stop-Loss, muss ich auch noch anpassen. Hier die Kryptos halte ich erstmal short. Dann hier der Turnaround Tuesday Long, den bin ich gestern schon long gegangen bei 14.400. Die Position werde ich heute insbesondere mit dem Sentiment begleiten. Dann die Idee, dass die Anleihen fallen und die Renditen steigen. Hier haben wir in den letzten Tagen ja auch wieder ein deutliches Fallen der Renditen gesehen in Deutschland, in den USA. Das ist eben die Fantasie auf die Notenbanken, auf die ich schon eingegangen bin. Da gestern mit dem Monatsultimo der S&P Long, da habe ich einen guten Einstieg bekommen bei 4.317. Der Markt ist quasi dann fast mit dem Einstieg direkt nach oben gegangen. Salzgitter habe ich vor einigen Tagen long genommen, das war auch sehr schön. Direkt an dem Donnerstag, wo es diesen Abverkauf gab, Position schon deutlich im Plus und dann Bitcoin Cash die Position
habe ich schon sehr lange. Wenn dich das interessiert, was ich da genau mache, dann guck doch mal hier im Video, da wirst du auch irgendwo noch einen Link finden. Sonst freue ich mich, wenn du den Daumen nach oben da lässt und wünsche dir viel Erfolg an der Börse.